willkommen, liebe Freunde, zu einer brandneuen Episode GT Online Heist. Mann, ich bin heiß wie Frittenfett. Ich habe bis jetzt nur die erste Mission gesehen und jetzt geht's endlich weiter mit der zweiten anspruchsvollen Heist-Mission. Man zeigt nicht mit dem Finger auf angezogene Leute. Ne? Ja, mit dem Nackenfinger, aber ich habe auch einen Nackenfinger. Guck mal, ich auch. So in den Nase stecken. Guck mal, vor allem wieder den Anwinkel. Guck mal. Also, wir sehen hier wieder in der Runde, das ist der gute Dennis mit dieser komischen, mit dem gelben. Das ist der Sarazai hier. Mit dem gelben Dress und diesem Gangster, überkrassen Gangster-Hütchen. Ja, das und dann hier der kleine Waschbär. Das weißt du, was beim Benny geil ist? Der hat hier so die Zunge draus, da muss man deinen Finger so vor. Und der Currywurst natürlich im feuerroten Currywurst-Outfit. Warte mal, Curry? Ja, du hast da unten irgendwas. Hölle scharf. Curry, komm mal kurz her, Curry. Ey, du hast meinen Arsch betatscht. Warte mal, Curry. Ey, warte mal, funktioniert das eigentlich? Du hast den Finger hinten reingesteckt, das ist wirklich. Warte mal. Da unten. Komm mal kurz her, Curry. Dreh dich mal um. Nee, ich hab auch noch Handschuhe an, Curry. Guck mal. Einmal husten, bitte. Nicht zugelassen. Benny, okay. Ich weiß, was du vorhast. Sarazai, ich weiß, was du vorhast. Dennis, mach mal. Wieso sehe ich ganz langsam den Finger immer näher kommt? Ey, drück mal L2. Ja, guck mal, der Curry, der steht schon hier so. Guck mal, bück dich mal bitte. Curry, ja, mal, so viel dazu, ey. Oh, Mann. Ey, nicht alle gleichzeitig. Müsstest du so eine Bolognese machen. So viel Platz ist da nur noch. Ist eine olle Analdehnung hier. Oder lässt er auf sich. Keeping busy. I've got a little advice for you. Keep an eye out for armored trucks making deliveries. A sticky bomb on the back door and the loot will be yours. Beware, the cops get heavily involved. Was will er denn? They don't like that sort of thing at all. Oh, sag mal wieder hier, ist ein bisschen, sind ein paar Cops am Start und Bomben und Pipapo, aber wir haben heute auch eine Mission, ne? Gepanzerte Transporter erscheinen auf dem Radar als gepanzerter Transporter. Aber wir wollen ja eine Mission machen heute. Spaß beiseite mal eben, ja? Wir gehen jetzt mal richtig und starten einen neuen Raubüberfall. Gefängnisausbruch heißt das Ganze. Endlich zu viert. Ja, genau, endlich zu viert, muss man ja da mal sagen. Leider ist der Tobi jetzt nicht am Start. Ist ein bisschen blöd, dass es leider nur vier sind, die jetzt spielen können. Aber wir werden da sicherlich mal zwischendurch mal ein bisschen durchwechseln. Und, so, und ich nehme jetzt ganz cool, lehne ich erstmal ganz cool an den Kamin, ja, damit ihr wisst, so, oh yeah, hier heute geht's ab. Bevor wir hier anfangen, können wir noch ganz kurz was sagen, das haben wir völlig vergessen in der letzten Episode zu erwähnen. Nee. Es gibt natürlich... Hier hat den Finger in den Arsch gesteckt. Genau. Oder? Oh, ne, dem Curry. Es war ganz schön heiß, feurig, ja. Pikant. Es gibt natürlich neben den Heist-Missionen auch noch ganz viele Nebenjobs, die man jetzt machen kann, unter anderem Hasta la Vista, das heißt, ganz viele neue Modi, die wir alle ausprobieren, dann gibt es noch die täglichen Sachen, also das heißt... Ey, ihr müsst irgendwelche Aufgaben erfüllen und es fliegt ab und zu über Los Santos mal ein Flugzeug oder so, dass ihr abschießen müsst oder ein Helikopter und ihr bekommt dann Boni. Allerdings wollen die anderen das aus der Session natürlich auch machen, also da müsst ihr schnell sein. Ja, yeah. Das wollen wir gesagt haben. Und jetzt gibt's die Mission Der Gefängnisausbruch. Holt Raschowski aus dem Bolingbroke heraus, das ist scheinbar ein Gefängnis. Der Bodentrupp nimmt den Transportbus, gibt sich als eine Gefängniswärter mit Häftling aus, als eine Gefängniswärter, ne? Auf jeden Fall bin ich auch immer. Und dringt in die Haftanstalt ein, um unseren Mann rauszuholen. Der Sprengmeister kümmert sich um den herannahenden Transportbus. Der Pilot sammelt dann alle mit dem Flugzeug wieder ein. Das ist ein dufter Plan. Den Typen, da ist das Bild hier, Gefängnisausbruch, das ist der Typ, den wir da rausholen müssen. Und ich freue mich echt, weil die Heist-Mission, ich bin echt mega gespannt, wie die jetzt so sich in ihrer kompletten Entfaltung zeigen. Die ersten beiden Missionen, die wir ja schon gespielt haben, der Dennis und ich, die konnten wir ja nur zu zweit spielen, die sind ja schon, haben schon so ein bisschen gezeigt, da geht was, aber jetzt soll so der richtige Shit beginnen und ich freue mich echt drauf so. Beim exzellente also, Sniper-Künste, ne? Ja, wir waren einfach die Besten. Ja, dann schauen wir denn hier. Oh, wir können hier Gasteinladung, was ist das denn? Lege fest, ob alle Spieler. Okay. Lohnt sich eh nicht, weil wir sind ja, genau, wir sind voll ja E4. Besetzt. Wir sind voll besetzt, die Mannschaft ist voll, wir müssen eine Bank ausrauben und das machen wir heute. Ist ein guter Plan. Ja, wir sind sozusagen hier die richtig harten Gs. Mal gucken, welches Outfit wir vorgeschlagen bekommen. Was ziehen wir uns denn an heute, Freunde? Weiß es gar nicht. Bei mir wird die Sitzung noch gestartet. Oh, Boss, ich habe eine Trophäe erhalten. Boss, jo. Oh, jetzt. So, Mr. Crest said we should talk about work. But not here. Is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. War nicht die schon wieder? So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Well, not me, so that's clear. It's not me you're gonna be helping.
and I want it understood that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical. But the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the Army. 3 doctorates. Overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus, and then, well, 2 things. We got the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by transnational street gang, the Vagos. The bus. We need a standard Bolingbroke transport vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. All right? That's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed. Play it cool. You might not have a problem. That's a 2-person job, max. The other 2-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Rashkovsky pays well. Ja, der Mr. Kress kennt uns anscheinend ganz gut. Manni, der Perry hier. Ja, der Lester, ne? Der kennt uns doch. Naja, genau. Da bringen wir jetzt mal keinen Lester-Witz über Mr. Quest. Ja, nicht so gut, dass er so in unserer Abwesenheit über uns redet, ne? Ich finde es auch echt so ganz ehrlich. Ey. Gefängnisausbruch, Flugzeug steht, ein Flugzeug der Vagos-Schmuggler auf dem Mackenzie-Flugwelt. Es wird benötigt, um Rashkovsky nach dem Gefängnisausbruch außer Landes zu schaffen. Also das ist der erste Step, das wird wahrscheinlich der Hauptinhalt dieser Folge sein. Wir müssen erstmal ein Flugzeug organisieren. Und wie ihr wisst, falls ihr die letzten Folgen gesehen habt, diese Heist-Missionen sind ja unterteilt in verschiedene Steps. Diese jetzt hier in 4, das bedeutet, wir müssen danach noch einen Bus beschaffen wahrscheinlich und Pipapo, also sieht man alles hier. Wir legen mal los, würde ich sagen, oder? Let's go! Jawohl. Yay. Sehr gut. Wird heruntergeladen und dann müssen wir noch absprechen. Der Curry ist wahrscheinlich der Pilot, ne? Du bist ja der Pilot hier. Mir ist es egal, können wir machen, ja. Du bist ja ein guter Mann, Curry, in der Luft. Genau. Alles klar, dann bin ich der Pilot. So, Schwierigkeitsgrad normal, Raubüberfallkleidung, Vorauswahl, können wir ja machen, feste Kammer keine. Ja, das ist völlig egal alles, ansonsten können wir bestätigen. Habt ihr denn auch gut Munition dabei? Ja, ja, alles besorgt. Schwere Panzerung gekauft? Alles besorgt. Ja. Schwerste Panzerung ist gekauft. Das ist perfekt. Alles dann angelegt. Machen wir mal ein Mädchen hinter. Was nehmen wir so. Ich bin jetzt der Pilot, ich muss aber zum Bodentrupp. Achso, ja gut, genau, dann gehe ich einmal den Pilot, ne? Genau, gehe ich jetzt hier rüber, alles zack. Klar. Aber wir können uns ja auch einmal umstylen erstmal, dann sehen wir uns sogar alle. Oh, guck mal, hier siehst du aus wie so ein richtiger Killer, Mann. Alter, ohne Scheiß, ja. Wir haben schon geile Outfits. Das passt halt auch zu mir, ne? Das ist halt so mein Style. Ja, Badass Motherfucker. Ja, Alter, genau. Oh, guck mal, das ist auch ein geiles Bandana, oder? Guck mal, was ich hab. Ja, ich finde die Bandanas halt echt geil. Aus, wie ein Terrorist. Boah, das andere ist echt, das ist auch ja, richtig geil. Weißt du, was geil aussieht wie ein Terrorist? Das hier, pass auf. Oh, ich kann es gar nicht nehmen. Warte mal, was braucht das hier? Genau, das meinte ich. Ja. Das ist psychotisch. Das wollte ich eigentlich nehmen, aber ich finde es gar nicht. Ist bei psychotisch, Maskenstil. Ja, also es gibt ja auch die ganzen Masken jetzt. Es ist ziemlich cool, sich das mal alles anzuschauen. Also es gibt hier jede Menge Auswahl, ganz ehrlich. Das ist echt geil. Wir nehmen mal Bandanas. Also das wollte ich hier, den hatten wir. Der sieht doch nice aus. Und dann machen wir noch hier. Boah, das sieht echt einer aus, also man soll es ja nicht hier verherrlichen, aber man sieht echt so mit aus. Ja, das ist echt schon ein bisschen krass, wie so ein IS-Kämpfer, ja, ey, wirklich, kannst du fast nicht bringen. Ja, guck mal, hier so, guck mal so, warte, so geht, so ist RG. So geht, ja. Ja, aber das Ding ist halt echt schon ISIS. Das Schwarze einfach nur, ich weiß nicht. Das können wir nicht unterstützen hier. Nee, trotzdem nicht. Das können wir nicht unterstützen. Schöne Grüße in dem Fall an jemand Bestimmtes, der dieses Let's Play bestimmt auch guckt.
Was soll das denn bedeuten? Kennst du jetzt etwa Bombenleger und wir müssen jetzt aufpassen, dass es die Szene von... Achso, du willst ja den Major ärgern. der Major. Hier, ich hab einen Vierer. Ah, guck mal, wer packen da seinen goldenen Lambo aus? Muss man aber auch dazu erklären. Das kann nur der Benny sein. Hast du die Musiker immer unter uns, ne? Ja, ganz kurz, der Major ist natürlich kein Terrorist, ja. Also, wer das glaubt, wir machen auch immer nur Späßchen. Der Major ist ein richtig guter Kerl und, los geht's. Ja, müssen auch ein bisschen aufpassen, ne? Das war Teamplay beweisen jetzt hier. Das ist wirklich, also diese ganze Mission, die muss man im Team zusammen erledigen. Wir können ja mal sagen, dass wir die Mission ganz kurz angespielt hatten und auf schwer. Da darf man nämlich gar nicht sterben. Da darf nicht einer von uns sterben. Ja, das ist richtig mies. Und jetzt haben wir ein Leben und das ist wirklich, also die haben es richtig in sich. Zu den Vagos gegeben, einer wirklich bösen Bande, die Unwesen in Blaine County treibt, in der Nähe des Flughafens von Sandy Shores. Ist immer super, denen das Flugzeug zu klauen. Also ja. Freue ich mich drauf. Ja, das wird echt der Flugzeugdiebstahl jetzt heute und die werden natürlich, denke ich mal, Widerstand leisten. Das tun die, das weiß ich auch schon. Also ich hätte eine Idee, Leute. Wir können das ja so machen, dass ich euch absetze und fahre mit dem gepanzerten Wagen da rein und versuche, welche umzunieten. Oh, das kann aber auch in die Hose gehen. Ich meine, ein Leben, wir können es versuchen. Einer kann einmal sterben, aber dann wird es gewiss. Ich werde auf jeden Fall mich absetzen, weil ich muss ja eh nur das Flugzeug klauen. Ne? Genau, der Curry ist nämlich jetzt der Pilot, das muss man vielleicht auch mal dazu erklären. Das heißt, der muss das aufs Flugzeug absehen, das Flugzeug organisieren, während wir quasi den Weg darum herum freikämpfen. Genau. Und dann muss der schnell ins Flugzeug hüpfen und sich das Ding holen. Aber fliegt er dann damit weg oder wartet er auf uns? Das sehe ich dann. Der holt uns wieder, ich glaube, du holst uns wieder mit dem Ding ab, oder? Ja, das werde ich dann sehen. Ich weiß ja nicht, was ich dann für eine Aufgabe bekomme, ne? Ich denke mal, eigentlich muss ich euch ja mitnehmen, sonst hat es ja nicht so. Nee, du musst das Flugzeug sichern, weil das ist ja fürs Ende dieser kompletten Mission. Oder ihr müsst dann abhauen. Wir können auch im Notfall im Auto. Wahrscheinlich wird uns das, werden wir da vor die freie Wahl gestellt. Ja. Okay, passt auf, Jungs. Also, vor uns ist hier das Ziel. So, bleib mal stehen. Ja, eben, genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich würde sogar hier runterfahren. Warte mal, ich fahr mal kurz hier runter. Dann können wir die Maske anziehen. Genau. Bring ihm das Auto. Jo. Hier, und das Auto. Alles klar, Jungs, dann macht ihr mal. So, und dann kann ich mit dem Sniper schon mal ein paar wegschießen. Genau. Sehr gute Idee. Entferne alle Vagos. Weil du der beste Sniper der Welt bist. Sag, wenn es losgeht, Jungs, ne? Ich bin da, ich stürme. Oh, es geht schon los. Sie haben mich angegriffen. Schön in Deckung gehen, Leute. Boah, Vorsicht, hier bin ich echt gefährlich. Let's go! Lass uns die alle holen! Zack. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Bleib schon nach, Alter, ich krieg die hier von denen nicht, wegen dem blöden Gitter. Ja. Scheiße. Muss hier weg. Vorsicht da vorne. Ja, den haben wir. Wir müssen an den Zaun. Komm. Fahrzeug gekommen, okay, Fahrzeug gekommen. Ich geh schon mal näher. Nicht, dass jetzt hier die Verstärkung eintrifft. Also aufpassen, Autos kommen auch noch dazu. Ja.
Er ist zu weit weg. Rüber zum Container. Da steht noch einer. Rüber zum Container. Ja, ich komme. Hey, Curry, dann hau ab von hinten. Dem Ding. Die kommen von hinten teilweise. Vorsicht. Oh ja, wer macht hinten die Autos? Oh, dann guck ich mal. Oh, Leute, die Laufbahn ist noch nicht frei. Scheiße, die Rollbahn ist noch nicht frei, Leute. Shit. Oh Gott, das wird richtig heikel. Scheiße. Oh, stell alles drauf, Leute! Komm, du Drecksflieger, Mann. Ja, es ist richtig eng gerade hier. Oh. Ja, ich brauche gerade ein paar Probleme. Scheiße. Oh, ich bin tot. Fuck. Oh Gott. Ich bin okay, das war das einzige Teamleben. Geh in Deckung. Komm in die Container, bitte Platz machen, bitte. Komm in den Container. Tschüss. Ich kann nicht. Ich bin unter Beschuss. Ich nehme mich auch noch mit. Zack. Oh, Leute. Go. Sehr Curry, schön, du musst weg schön. Mit der Kiste. Ich hebe ab. Ist los. Ich bin weg. Boah, nice. Okay. Alter. Entferne alle Vagos vom Flugfeld? Ja. Oh, zum Glück bin ich der Pilot. Bastard. Okay. Los, Leute. Geht in Deckung. Boah. Ihr habt kein Leben mehr. Denkt dran, ne? Ja, eben. Ja, ich bin vorsichtig. Aber da kommen immer mehr. Ich kann Alter. Auch kaum was machen. Bin gleich ja, tot. Ihr habt Zeit, Leute, ihr habt Zeit. Geht ja. lieber in Deckung. Ah, ich bin tot. Fuck it. Oh nein. Das war's. Ja, das ist jetzt, die Mission ist gescheitert, weil der Benny gestorben ist und wir hatten nur noch ein anderes Leben. Ja, wir haben halt nur ein also Leben, Leute, genau. Pass auf, lass uns das mal so machen, dass wir echt versuchen, uns erst eine Deckung zu suchen, oder? Ja, weil wir müssen das so machen wie bei einem Überlebenskampf, ne? Wo genau. man eine ja, Deckung sucht und dann einfach von da ballert. Vielleicht ist der Hangar da gar nicht so schlecht. Und drückt alle R2, ne? Und am besten, ich würde sogar echt mit einem gepanzerten Auto da reinfahren lieber, oder? In den Hangar direkt? Ja. Nee. Aber auf ich habe gesehen, gerade als ich in dem Hangar reingefahren bin, da waren auch Leute drin, ne? Also die musst du dann auch erstmal wegholen. Und mit dem Wagen kannst du dir rumfahren. Am besten wäre es natürlich... Wir müssen hier vorgehen wie beim Überlebenskampf. Dann lass uns das so machen, dass ich mit dem Curry... Suchen, wo wir uns verschanzen. Mit dem Curry reingehe, mit dem gepanzerten Wagen reinfahre und ihr ballert von außen alle weg. So, ja, aber da außen am Zaun ist halt ein blöder Spot. Ja, eben. Ist ja auch gestorben. Ja, das ist wir echt scheiße. Wieder rein, der braucht irgendwie einen Container oder so. Ja, aber der Container, wo ich drin war, der war gut. Hättest du die andere Seite übernommen und nicht die eine, hätten wir es gut hingekriegt. Dann fahren ja, Curry okay. und ich wir mit dem Wagen ja mal rein, oder? Ja, dann teilen wir uns jetzt auf, oder was? Ja, wir müssen es ja irgendwie hinkriegen, ne? Komm, ja, Curry, jump rein hier. Auf okay. jeden. Dann sucht ihr euch wir waren alle Spot mit denen, jetzt, komm. Leute. Ja, kommt alle rein. Also der ja. Wagen ist auf jeden Fall gepanzert. Der hat auch gepanzerte Reifen und alles, ne? Also ich meine, mit deinen könnten wir theoretisch zu einem Haus fahren, uns da verteidigen und uns dann den Flieger holen. Ja, sag ich ja. So. Wir könnten da reinfahren mit der Kiste. Mhm. Weil der hält einiges aus. Ja, aber aus. Wir müssen zu einem Haus, zu einem Spot, wo wir uns alle in Deckung begeben können. Ja, deswegen, der Curry hat ja gesagt, Lagerhalle ist eigentlich gut. Mittendrin am besten sogar, weißt du? Und du kannst dich da gut verschanzen. Also wenn ja, dann sehe ich da den Sinn. Aber nicht reinfahren und nur rumballern, das geht nicht gut. Nee. Also auf keinen Fall aussteigen jetzt, Leute, wenn ich da reinfahre, ja? Jo, aber denkt an die Masken, ne? Nicht vergessen. Ja. Ich glaube, die hatten wir schon mal, okay. Okay, Leute. Ich fahr da jetzt rein, okay? Ich dreh nochmal, dann nehme ich Anschwung und roll da rein. Curry, wo ist der Arsch? Kann ich die Maske im Auto schon anziehen? Haben wir die Masken alle auf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben die auf, ja. Warte, ich kann das vielleicht in Ego sehen. Schalt mal ganz kurz aus und guck mal. Passt okay, alle rein mit auf. Auto. Okay, rein. Go. Okay, Leute, let's go. Drin sitzen bleiben. Anschnallen. Ich hab gesagt, wo ich langfahren muss. Du musst in den Hangar rein. Jetzt hier rechts. In den Hangar rein. Sehr schön. Da stehen auch Leute, aber aufpassen. Die schießen doch den Flieger kaputt. Scheiße. Raus. Nice. Okay, Entdeckung. Okay, jetzt Entdeckung, Leute. Die kommen. Oh, ich werde wohl erwischt. Weg. Ich steig ein. Ah! Alter, Kamil! Leute, ihr müsst die wegballern, die kommen. So, der Spitze des Hangars. Nice, Leute. Weiter. Rein da, Curry. Okay, ich bin in Deckung. Such deine Deckung. Vorsicht, da vorne kommen sie. Autos kommen. Komm her. Nimm mich mit, Curry. Ich bin im Mix. Nice. Weißt du, Moment, Spezialkarabiner. Oh. Fuck you. Okay, lass mich durch. Boah. Ich hol mir die Curry mit dem Granatwerfer, bam! Bam! Warte, ich hebe ab, Leute. Jetzt pass auf, jetzt kommen nämlich Autos. Ihr müsst jetzt safen da. Ja. Okay, Alter, das ist eine gute Strategie, wie wir das jetzt hier Flugzeug machen. Flugzeug ist am Start. Flugzeug ist raus. Versuch einfach abzuheben, Curry. Bleib einfach hier. Und wir warten jetzt hier. Nee, ich kümmere mich um die Autos, ich hab Granatwerfer. Ja, von der Seite kommen jetzt gleich auch welche. Also bleib lieber in Deckung, ne? Nicht ja, wir müssen jetzt hier Teamplay, nicht vorstürmen, keine Scheiße bauen. Dann kriegen wir das hin. Okay, ich hol mir die Autos mit dem Granatwerfer. Vorsicht, da kommt der Nächste. Ich hab ihn ins Liegen gebracht. Ist down. Da kommt der Nächste. Fuck. Down. Sehr okay, schön, da Leute. Einige. Sehr Nahe schön. Okay, Leute, wir machen das richtig gut jetzt gerade. Dranbleiben. Ja. Benny, wie sieht's aus? Ja, ich hab hier hinten eine gute Deckung. Okay, super. Kann kein Risiko eingehen. Euch kommen, aber vielleicht stehen wir na, bleib da, Benny, bleib da. Curry, du bist in der Luft, richtig? Ja, ich hab schon mein Ziel. Ja, ich stehe schon in Kontakt mit dem Typen. Nein!
Scheiße, ich werd hier eng, Dennis. Wird hier eng. Dann komm nach hinten. Wir können auch mal wechseln. Ich hab noch vollen Schild und volles Leben. Ja, genau. Ich muss an die Posis. Weil ja, ich geh auch mal in Deckung, dann füllt sich dein Leben wieder bis zur Hälfte auf. Ja, ich bin in Deckung theoretisch, aber halt nicht mehr lange. Alle, geh da weg, geh da weg. Das ist auch nicht schief. Schön, der Benny, sehr gut. Ist alles okay, gut. Okay, okay. Wir sind auch gut dabei. Situation kommt ist jemand? Boah. Alter, es geht nicht raus. Ein Auto von links. Ja, ich hole mir das. Hab den Fahrer. Alter, wie viele das sind. Wir müssen theoretisch nur durchhalten, bis ich am Ziel bin. Ja. Ne, wir müssen alle töten, Curry. Ja, steht hier. Ja. Achso, okay, das ist euer Ziel. Wir sollen Ziel. Alle eliminieren. Ja, Curry, das ist unser Ziel. Boah, alles okay. Klar. Wie viele kommen denn da, Alter? Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es so weit geschafft. Ihr habt es so weit geschafft. Hey, Walle, pass auf. Wir haben sogar noch ein Team neben über. Oh. Fuck. Der hängt da genau in so einer beschissenen Ecke. Der kann mich treffen, aber ich ihn nicht. Okay. Beginne mit lange aneinander an Flug. Jetzt ihr, zack. Vorsicht. Das war gut. Okay, die bewegen sich nicht mehr, oder? Da lebt noch, das gibt's doch gar nicht. Ich dachte gerade, ey, was hat der denn abbekommen? Doch, einer kommt noch. Ja, da sind noch zwei beim Dennis. Genau. Hab ihn, den ersten, der hat zwei gefolgt. Sehr schön. Lenker, Kinderpaar! Sehr, sehr schön. Hier gibt's ein kleines Feuerwerk, Bitches. Wo steht denn der andere? Sieht man nicht. Ja, ich hole den. Jetzt rein. Ich geh den holen. Wir haben ja einen Leben über, okay? Pass auf, ja. Dennis, nicht schießen jetzt. Ich renn da durch. Fuck, wo ist der? Boah! Hab ihn. Boah. Alter, der hat mich gut erwischt. Schnell wieder rein. Komm, schnell wieder rein. Kein Risky jetzt. Boah, hier kannst echt nicht risikoreich spielen. Das ist krass. Muss einmal ein bisschen Leben aufladen, bevor wir weiterziehen. Ich hab mich schon gut was abbekommen. Guck mal den hier um die Ecke. Warte, warte. Flugzeug ist auf dem Boden, Leute. Nice. Ihr habt noch einen. Jetzt sind nur noch die drei Kollegen vor uns. Ja, die holen wir uns. Kommen von Auto zu Auto. Wow, was war das? Einen habe ich. Okay, den holen wir uns. Komm. Check die aus, die Penner. Sehr schön. Ja, einer noch. Wow. Wo ist der? Wo ist der? Da nicht. Hinten. Yes. Oh, nice, 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 nice. Weg hier. Ja, ich werde schon erwarten. Yeah, oh, den haben wir Doppelfeuer im Strahl genommen. Alter Schwede. Hallo, unser Wagen müsste noch gehen, oder? Hier, ich habe ein Auto, Leute. Ich habe ein Auto. Der gepanzerte ist doch cool. Alter, gehen wir zurück zu unserem Auto. Wir nehmen hier, das. Komm. Nimm so. Das hier. Steigt einfach ein. Weiß, lass einfach abbauen. Was wurde da gerade angezeigt, Herr Currywurst hat? Flugzeug ist abgeliefert. Ich habe jetzt so eine Cutscene, okay. Leute. Nee, lass das Auto nehmen von uns, Dennis. Ja. War Benny. Los geht's, Benny, hau ab! Yeah! Okay. Ah, Bitches. Das haben wir gut hinbekommen. Yeah! Sehr nice. Yeah, Mann! Sehr, sehr nice. Oh, hat sich voll gelohnt, dass wir das andere Auto haben. Mega. Oh, oh. Hey. Dennis, ey, das ist der Platin, Mann. Alter. Rasiert gegen den Strich. Ey, sehr nice, sehr gut. Ja, wobei sehr, das, sehr man gut. Natürlich das auch nicht bewerten kann, weil der Dennis, der Benny jetzt hinten war und so. Wir haben hier Teamplay bewiesen, das geht ja viel mehr darum. Also das ist das Nötige, genau, das stimmt. Genau, als dass wir eine coole... Flugzeug wäre schon mal beschafft, sehr gut. Okay. Erstmal eine Fluppe. Ja, hätten wir das gepackt, ja, Freunde, oder? War doch eine super Sache. Ich würde sagen, das war diese Folge von Let's Play GTA mal wieder. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit unserer Riesenmission Gefängnisausbruch. Ich denke, mit dem nächsten Schritt, das wäre jetzt der Flugzeugdiebstahl sozusagen. Und ich finde, es hat richtig Laune gemacht, war richtig lustig. Ja, und ich freue mich dann auf die nächste Episode, wenn ihr wieder einschaltet, hoffentlich. Hier im GTA in Los Santos, in diesem schönen Örtchen. Ne? Ja, wollt ihr euch auch noch verabschieden? Ja, macht's gut. Ja? Bis dahin, liebe Freunde. Bis dann. Habt einen Tschüss. Schönen Tag. Ciao. Ciao. Ey. Das war wieder eine neue Folge von Let's Play GTA Online. Diesmal mit Heist-Missionen, richtig fetten Flugzeugaktionchen, das wir geklaut haben, Bodentrupp und so weiter und so fort. Auf jeden Fall machen die Heist-Missionen richtig guten Eindruck. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr die weiteren Folgen sehen wollt, schaut doch einfach mal in die Beschreibung. Da findet ihr alle weiteren Episoden zu diesem schönen Spiel. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.